Alter. Fast am Sterben hier. So, da waren aber alle, ne? Stärker als die. Anderen? Hey. Oh, wir haben irgendeine Hand bekommen. Saugroboter hier. Zack, 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 zack. Hört mal, Leute. Ich habe mir die Aufzeichnungen von euren Führungen angesehen. Warum sind die denn so langweilig? Grafikroboter haben diesen und jenen Einsatzzweck, bla bla bla. Und dann werdet ihr ganz technisch. Da sind auch Kinder dabei, ist euch das klar? Jungpioniere, Oktoberkinder, die muss man unterhalten, ungefähr so. Das ist der Roboter Grafik. Er ist richtig nett. Bisschen dicklich vielleicht, aber echt spitze. Oder, keine Ahnung, arschgut? Wir sollen vor den Kindern Arsch sagen? Ihr wisst, was ich meine. Sagt nicht arschgut, sagt... Keine Ahnung, irgendwas anderes. Die Führung muss spaßig sein. Lasst die kleinen Kröten über die Roboter krabbeln. Lasst sie auf ihnen reiten. Was weiß ich? Die Roboter... Okay, dann wollen wir mal. Höchste Zeit, dass wir herauskommen. Oh. In der Tat. Die RF-9-Einheit dürfte aber wenig begeistert sein. Da sind sicher und spaßig. Okay, wir wollen ja das Interesse der Kinder wecken und sie nicht einschläfern. So. Ah, safe. Nice. Okay. Keine Kiste da. Okay, gab es sowieso. Speichere da. So. Autorisierung. Major Nechayev. Ich bräuchte eigentlich was Neues, ne? Also, die könnte man machen. Pachwit. Was ist denn das für ein Ding? Die hier nehmen. Wie viel hat die denn aktuell? Mit Verbesserung. Bei dritter, oder? Nein. Bitte Vorgang auswählen. Ja, die hat minimal, ne? Minimal mehr. Die geht auch, Kalasch. Geht sie die? Geht mehr, ne? Also ich werde auf jeden Fall nochmal so eine Waffe nehmen, oder? Weil wir können ja auch nur eine nehmen. Weil die so viel hat. Da muss man Elektro haben. Ja komm, lass mich die erstellen. Teil war. Aber wie ist denn das jetzt?
Okay, jetzt habe ich die gewechselt, ne? Nee. Hä? Ich verstehe es nicht. Autorisierung. Major Netschaik. Ah, genau. Oha, hier mir einiges. Charakter. Gesundheit ist immer gut. Nicht lass mal hier das nehmen. Dann das hier. Auch gut. Ja, ich darf nicht. Aber sowas nutze ich eben gar nicht, ne? Ich würde erstmal hier irgendwie machen. Boah, was? Eine Sekunde Gesundheit regenerieren. Das will ich noch nehmen. Das ist nur 27, das können wir auch nehmen. Ja, sonst haben wir jetzt nichts. Ich muss gerade mal gucken. Verstehe ich nicht. Was ist die andere Waffe? Hier, sie hier. Oder ist die in der Kiste? Kann auch sein, warte mal. Bitte Vorgang auswählen. Im Lager ist sie. Ja. Was habe ich denn hier auch alles? Keine Ahnung, ob ich hier Wodka habe. Was bringen die Dinge? Ah, warte mal. Kann man die nicht stacken? Das sind doch die Heilungsdinger, ne? Ja, eine Waffe muss man eigentlich mal wegkriegen. Ich würde eine kleine Elektro wegnehmen. Viel haben, Alter. Wechseln. Cool. Jetzt habe ich die große genommen. Speichere da. So. Neue Waffe.
Erstmal austesten. Und bald können wir uns dann die andere Waffe auch holen. Wie geht das? Halt ihn an meine Neurosensor-Kontakte! Ich weiß, Shotgun ist auch cool, aber macht so AMG besser. So, Multischlüssel aktiviert. Finger in. Ja, mit der Jazzmusik. Und jetzt? Oh. Guten Tag. Danke, dass du mir geholfen hast. Ohne Schlüssel fühlte es sich an, als würde mir ein Glied fehlen. Einen Moment bitte. Haben wir sie repariert oder beschädigt? Tereshkovas sind modernste Modelle mit Selbstreparatursystemen. Eine berühmte Schauspielerin und Kosmonautin diente ihnen als Vorbild. Ach, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Viel besser. Wenn du erlaubst, halte ich jetzt eine Rede. Seid gegrüßt, Genossinnen und Genossen. Willkommen im sowjetischen Ausstellungszentrum. Was soll der Scheiß? Welche Rede? Du spazierst an Leichenhaufen vorbei. Überall ist Blut. Und du willst eine Ansprache halten? Meine Algorithmen sind von Grauen erfüllt. Mir fehlen jedoch die nötigen sprachlichen und visuellen Mittel, um Furcht, Entsetzen und andere negative Emotionen auszudrücken. Ich wurde erschaffen, um immer positiv und optimistisch zu bleiben. Die groteske Diskrepanz zwischen meinem Verhalten und der grauenhaften Umgebung widert mich an. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ach, verstehe. Damit konnte wohl niemand rechnen. Also, Roboter, versetzt das WDNH in den Drillmodus. Drillmodus? Das würde noch stärkere Aggressionen der passiven und physischen Sicherheitssysteme auslösen. Dies könnte dich gefährden und zum Tod von Überlebenden führen, sofern es noch welche gibt. Ja, eben, sofern es noch welche gibt. Aber das hier ist der reinste Friedhof. Jetzt tu endlich, was ich dir sage, Roboter. Du hast mir einen seltsamen Befehl gegeben. Alle Menschen im Komplex wurden von Robotern getötet, doch du bist unversehrt. Das ist verdächtig. Beweise, dass du ein Mensch bist. Ich werde nicht den Befehlen eines Roboters folgen, der sich als Mensch ausgibt. Toll. Und wie bitte soll ich das tun? Mir die Adern aufschlitzen? Du musst den Darwin-Test bestehen, um zu beweisen, dass du ein Mensch bist. Was? Welcher Test? Wie wär's, wenn ich dir stattdessen den Kopf abreiße? Ohne ihre Hilfe wird es zu lange dauern, den Drillmodus zu aktivieren. Ich kann diese Information bestätigen. Ach, meinetwegen. Dann mache ich halt deinen verdammten Darwin-Test. Was soll ich also tun? Beweise, dass du ein Mensch bist, Pionier Nechayev. Lege drei Gegenstände auf dieses Podest, welche die drei wichtigsten Werte eines Sowjetbürgers repräsentieren. Kunst, Arbeit, Leben. Schöne Scheiße. Jetzt muss ich mich mit noch einem Schloss rumärgern. Ich bin der reinste Magnet für nervigen Scheiß. Ich guck mich gerade um, ne? Es ist schon komisch. Aber die Tereshkova liebt sie, obwohl sie ein Roboter ist. Hey, ist sogar auf Deutsch, oder? Blumen, gib ihr Blumen. Einige Roboter sind nahezu menschlich. Und einige Menschen sind nahezu wie Roboter. Okay. Ja, der liegt auch ganz bequem da rum. So, was ist das hier? Ein Hammer. Hammer für Arbeit. Da fehlt noch was. Aber die Tereshkova liebt sie, obwohl sie ein Roboter ist. Was ist das Radio? Blumen,
Also, nochmal von vorn. Was hat es mit diesen Darwin-Tests auf sich? Ja, ich helfe gerne, Major. Ich hab aber schon alles. Bitte sehr. Etwas Lebendigeres wirst du hier nicht finden. Lausche des Frühlings, süßer Hymne. Wohin auch du dich begibst, ich liebe dich, Leben. Und kann nur hoffen, dass du auch mich liebst. Halt den Rand, du durchgeknallter Toaster. Es tut mir leid, aber das ganze Chaos hat meine Gefühlsalgorithmen durcheinandergebracht. Pass einfach auf deine Finger auf. Ich möchte nicht wieder nach diesem Multischlüssel suchen. Der Hammer ist des Arbeiters Freund, die Sichel des Bauern Werkzeug. Der fünfzackige Stern wird von ihnen geehrt. Sie verteidigen ihn ungebeugt. Wie wär's mit etwas fröhlicher Musik? Wir haben schon genug Weltuntergangsstimmung. Radio der Zukunft. Erstaunliche Musik, die auf Basis der Vorlieben und Tendenzen moderner Künstler von einem hochmodernen Quantensuperrechner erzeugt wird. Laut der Relativitätstheorie sind das die Lieder, welche die Bürger der Zukunft hören werden. Aber die heutigen Bürger können sie bereits hören. Bedeutet das nicht, dass es dann die Musik der Vergangenheit sein wird? Und in 30 Jahren wird niemand diese Musik schreiben, weil es sie schon gibt. Die Musik der Zukunft könnte sich ständig ändern. Gut aufgepasst. Du hast ein Zeitparadoxon entdeckt. Wie aufmerksam. Die Musik der Zukunft prägt den Musikstil in der Gegenwart. Aber die Superposition des Betrachters und die wahrgenommenen Informationen befinden sich in einer selbstkonsistenten Schleife. Um es für Laien verständlich zu machen, wir hören immer die Musik der Zukunft und bestimmen gleichzeitig, was sie sein wird. Oh, scheiße. Wenn das für Laien verständlich sein soll, möchte ich nicht die komplizierte Erklärung hören. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Pionier Nechayev, du hast den Darwin-Test mit Bravour bestanden. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ein Kosmonaut. Was für eine schöne Berufswahl. Ich wünsche dir... Ja. Nun, ich habe deine Aufmerksamkeit genossen, Major. Kann ich dir helfen? Ist dein Speicher undicht oder was? Ich muss einen Drill ausrufen und das WDNH in den Drillmodus versetzen. Dazu bin ich leider nicht in der Lage. Was? Du willst mich doch verarschen! Aber ich weiß eine Lösung für dein Problem. Ein einzelner Roboter kann den Militärdrillmodus nicht auslösen. Dafür ist die Anwesenheit von zwei Robotern erforderlich. Na super, und wo finde ich ein weiteres Metall-Arschloch? Vor diesem schrecklichen Albtraum war der Informationsraum mit zwei Robotern besetzt. Aber die Amokläufer haben meine Partnerin Claire zerlegt. Wurden dabei ihre Einzelteile über den ganzen Komplex verstreut? Genau. Woher weißt du das, lieber Genosse? Nur so eine Ahnung. Muss ich jetzt den gesamten WDNH nach ihren Teilen absuchen? Stecke das Verwaltungskontrolllaufwerk in mich, damit ich dir sagen kann, wo die Einzelteile der armen Claire gerade sind. Das ist jedenfalls besser, als wahllos herumzusuchen. Wo ist das Verwaltungskontrolllaufwerk? Mir läuft die Zeit davon. Bitte folge mir. Soll ich das reinstecken? Das ist ja alles ungeheuerlich. Die Roboter müssen völlig den Verstand verloren haben. Keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ich komm. E.T. Guck mal. L. Ach, Herrje, man sehe sich das an. Es ist ein nobles Ziel, Waldarbeitern und Ersthelfern beizustehen. Aber du,
Wie benutzt du die Arme, die dir dein Schöpfer gegeben hat? Wie ein wildes Tier, um zu zerstören, um zu zerstückeln. Und der da steht nur splitternackt herum, als wäre nichts dabei. Schämst du dich nicht, deinen Iridium-Verdichter zu entblößen, Roboter? Dir ist schon klar, dass er sich das nicht selbst angetan hat, oder? Okay. Ach, herrje, was für eine Unordnung. Und wer wird sich wohl ums Aufräumen kümmern? Ich sollte sofort die Reinigungsroboter entsenden. Aber halt, die haben ja diesen Schlamassel angerichtet. Ich bin heute so durcheinander. Ich hoffe, die nehmen nicht. Wie ich euch Menschen beneide. Ihr könnt einfach eine Klinge ergreifen und diesen schrecklichen Schnurrbart abrasieren. Aber du bist nicht mal eine Maschine. Du bist nur eine Nachahmung, eine Karikatur, ein Teil der Laboreinrichtung. Entschuldige den Ausbruch. Es ist nur so, dass einer von ihnen versucht hatte... Aber wechseln wir das Thema. Es gibt eine Vielzahl von Laborrobotern. Die schwarzen Modelle erwiesen sich als besonders tückisch. Sie benutzten ihren eingebauten Entfernungsmesserlaser, um Menschen aus der Ferne abzuschießen. Wie konnte es nur dazu kommen? Die Spezialisierung der schwarzen Laborroboter hängt von der Software ab, die in ihre eigens angefertigten... Nur gucken. Sofern seine Kapsel noch intakt ist. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Du bist eine Assistentin, Tereshkova, also rede gefälligst wie ein Mensch. Schockierend. 90. Du hast keinen Anstand. Du hast vielleicht schon Nora gesehen, den monströsen Fabrikator, der Menschen unter unvorstellbaren Qualen zu Tode foltert. Es schmerzt meine Algorithmen, dich in ihre blutigen Fänge schicken zu müssen. Aber es geht nicht anders. Dieses Gelaber hier. Sie ist die Einzige, die diese Kapsel dazu nutzen kann, um deine Waffen zu verbessern. Ja, ja, beweg deinen Arsch, Tereshkova. Wir haben es eilig. Schon unterwegs, Genosse. Was könnte dieses Beispiel für Symbiose bedeuten? Die fleischfressende Möwe weiß, wer ist ein braver Junge? Wer ist der süßeste, drolligste, knuffigste kleine Junge? Du natürlich, du kleiner Schussel. Selbst im Kampfmodus greifst du keine Menschen an, weil du so ein Schnuckelchen bist. Habe ich nicht recht? Hier, Genosse, das Verwaltungskontrolllaufwerk sollte an diesem Stand sein. Bitte stell eine Verbindung her. Warte mal. Wo? Versuch bitte vorsichtig zu sein, Genosse Major. Ich habe höchst empfindliche Innereien. Oh, was hat da geknackt? Entspann dich, das waren nur meine Gelenke. What the fuck? Fertig, passt alles. Verwaltungskontrollrechte erfolgreich erteilt. Und jetzt? Ich öffne die Tür zum Atrium für dich. Durchsuch jede Ebene und finde meine arme Claire. Ich bleibe mit dir in Funkkontakt. Sobald du eine Ebene erreicht hast, scanne ich sie, um die Einzelteile zu finden. Die meisten sind im Erdgeschoss. Bitte setz Claire wieder zusammen. Okay. Oh weh. Speichere Daten. Können wir jetzt... Hm.
die eigentlich mehr Schaden machen, ne? Naja, komm. Den lassen wir erstmal. Keine Ahnung, wie ich das machen. Boah, sieh dir das an. Der reinste Palast. Das nenne ich mal Stil. Lass mich den Anblick genießen. Das war nicht so gut. Das ist ein neuer Roboter. Oh Gott. Die verletzen ja wahrscheinlich. Ganzen Blut. Blut gekehrt. Oha. Können zwar die ganzen Dinge auslösen, aber... Oh nein. Wieder irgendwas, was wir da hinten einsetzen können. Was? Ja, weißt du was? Ich mache hier einen Speicher hier erstmal. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao.